Da ist sie wieder, unsere Willkommen. Okay. Das ist bestimmt zu, ne? Ja. Ich bin noch zu klein für den Fahrstuhl, ja. Ich habe noch nicht die Rechte. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist aber nicht so schön. Niemand hier? Jemand, der Beamte frisst. Ah, noch eine Box. Oh. Entschuldigen Sie, ich wollte gerade lesen. Reisekosten, das ist nämlich wichtig. Folgende Unterkünfte in Nevada besuchen. Desert Sun in Big Sky Motel, Starlight Motel, In and Out. Okay. Unterkunft $381, Mahlzeiten, Benzin, Minibar. Aha. Minibar richtig teuer. Ich frage mich, ob man ein Motel mit Namen Ocean View. Ah, das Ocean View Hotel. Das kennen wir auch von Alan Wake 2. Wohl von Land umgeben vorfindet. Aber man bezahlt mich wohl nicht fürs Denken wie und fürs Protokoll. Ich bitte Sie erneut, uns das Budget für 2 Zimmer pro Nacht zu geben. Agent Rowley und ich sind es wirklich leid, jede Nacht im gleichen Zimmer zu schlafen. Wir sehen uns unterwegs. Agent L. Heinz. Die Jungs in der Forschung sagten, dass Rituale dabei helfen, Orte der Macht zu identifizieren. Es ist mein Ritual, diesen kleinen Whiskyflaschen zu trinken. Ah, das ist ein guter Preis, okay. So, jetzt dürfen wir gerne schießen. Oh, kann sie nicht in der Hocke schießen? Schade. Wollte mich ein bisschen verstecken hier. Okay, das ist einfach explodiert. Na, der sieht ja auch toll. Na, da möchte ich ja gerne hingehen. Geht's Ihnen gut, Sir? Ich meine, er wackelt noch. Ja, ich kann ihn bewegen. Na, nicht so viel. Okay, nach unten kommen wir auch noch. Nach Rote möchte ich nur gar nicht hin. Sehe ich doch da hinten. Oder war noch einer? Ach komm. Shit, muss nachladen. Nee, Sachen kann ich glaube ich noch nicht schleudern. Also kann das hier. Oh. Das ist cool, dass das geht. Aber die Erde ist verdammt stabil. Warum ist Erde stabiler als Zement? Das ist interessant. Bam. Das ist schon cool. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Ich bin fast tot. Ich wusste nicht, dass das explodiert. Sah aus wie ein Mülleimer oder so. Lol. Ja, nee, da gehe ich auch nicht rein. Okay. Die Dinger explodieren, also Warnung. Sieht einfach nur aus wie so ein Behälter, wo Dinger draufstehen. Ah, Flammable Gas. Ja, okay, gut. Jetzt habe ich es auch gesehen. Schön. Cafeteria Dead Letters. Okay. Ach, Leute, ihr seid ja so laut bei eurem Gequatsche. Komm ich hier rein. Muss mal auf Klo gehen. Oh, wie liegt was? Hinweis, instabiles Gebiet. Aufgrund der jüngsten Fluktuation im nächsten Kontrollpunkt wurde die Stabilität des Gebiets gelb heruntergestuft. Referenztabelle grün stabil, gelb geringe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen, orange hohe Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Gebäudeveränderungen, rot häufige unerwartete Gebäudeveränderungen. Okay.
Boah, das wäre auch richtig kacke. Wenn man Feierabend machen will, dann verschiebt sich das Gebäude und kommst nie wieder raus. Boah, könnte hier nicht arbeiten wollen. Ah, hier haben wir wieder so ein Shelter. Oh, da sollte ich nicht reingehen. Okay. Das können wir bestimmt auch noch irgendwie wegmachen. Okay. Dürfen wir... Oh, ich sterbe bestimmt gleich. Machen wir mal lieber nicht. Sah so aus, als wenn wir mal rechts vorbeikommen, aber... Ich versuch's nicht. Havanna, HWE 48, in der Botschaft der Vereinigten Staaten. In Havanna kam es zu einem auditiven Ereignis, dem die Mehrheit der dort stationierten diplomatischen Mitarbeiter verletzt wurde. Es wurde Todesfälle festgestellt und der Informationsfluss nach draußen wurde entsprechend kontrolliert. Agenten der Behörde erreichten die Botschaft am selben Tag, an dem auch Bundeskanäle von dem Ereignis berichteten, kam jedoch zu spät, um selbst Zeugen des AWE zu werden. Das Berichten zufolge war. Das Personal war plötzlich intensiven Vibrationen und Geräuschen ausgesetzt und litt unter starkem Druck auf die Ohren. Dies hielt minutenlang an. Visuelle Phänomene wurden nicht beobachtet, der Schauplatz wurde abgesperrt und die Mitarbeiter der Botschaft der US-amerikanischen Festland gebracht. Nachdem Formel I oder L9 in der Nähe rezitiert worden war, vibrierte ein einzelner Cowboy-Stiefel, konnte als gewandeltes Objekt identifiziert werden. Das Objekt wurde in Gewahrsam genommen und für weitere Untersuchungen in die Behörde gebracht. Ah, also wahrscheinlich ähnlich wie die Jukebox. Okay. Leute, schreit doch nicht so rum hier. So. Rein hier. Ah, Gott! Es ist überwältigend hier. Du kannst nicht wollen, dass ich in seiner Nähe bin. Da sind wir uns einig. Gut, da gehen wir wohl doch noch nicht rein. Vielleicht unten durch die Tür, die auch so rot aussah. Warte, hier war der Shelter. Wo war denn das nochmal? Über die Cafeteria. Hier war eine Tür. Unzustellbare Briefe. Okay. Was haben wir denn hier? Schriftverkehr. Maschinengott. Ich hatte einen Traum und habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält. Doch nicht den Gott, den ihr kennt, oder die Götter, die alle kennen. Einen neuen Gott. Diese Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich es im Traum gesehen habe. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus meinem Toaster und die Ventilatoren sowie die Zahnriemen aus dem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Gott kann sich noch nicht bewegen. Doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur der anfängliche Körper, wie der eines Babys, nur in Maschinenform. Gott muss nur irgendwo anfangen. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf dem Umschlag. Mein Telefon funktioniert nicht mehr. Ich muss die Wählscheibe für Gott verwenden. Was zur Hölle? Nimm weniger Drogen. Gott, ist doch dunkel hier. Na, ihr fallt aber schon gleich vom Himmel. Oh, ich kann euch jetzt schon anschießen, aber hilft leider nichts. Was haben wir denn hier? Das leuchtet so schön. Ein weiterer Computer. Eine Menge zu lesen hier. Trench. Lieber Direktor Trench, ich möchte bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie meinen Antrag auf ein Archiv für unzustellbare Briefe genehmigt haben. Wenn wir die Sammlung überfälliger Post der Behörde katalogisieren, erstellen wir damit eine praktische Datenbank, auf die Forschungsteams zurückgreifen können, um Verbindungen oder verwandte Themen zwischen den Briefen zu finden. Abgesehen von seinem praktischen Nutzen lässt uns das Archiv auch diese Einblicke in authentische Treffen von Menschen mit der paranatürlichen Welt für die Nachwelt bewahren. Die Briefe kamen von verschiedenen Orten sowie aus verschiedenen Zeiten zu uns und wurden von der Post als unzustellbar kategorisiert. Die Behörde ist das perfekte Zuhause für Sie. Mir ist klar, dass nicht alle Briefe Zeugenberichte von authentischen paranatürlichen Ereignissen enthalten, auch selbst die irrtümlichen vermitteln uns eine Ahnung davon, wie echte Menschen das Unbekannte wahrnehmen. Natürlich werde ich zuerst ein System zusammenstellen, mit dessen Hilfe wir Briefe nach Informationen oder vermutlichen Verbindungen zu AWE oder anderen gewandelten Materialien durchsuchen können. Nochmals vielen Dank, ich kann es kaum erwarten, mich auf meine toten Briefe zu stürzen.
Bardwell. Irgendwer schießt schon. Oh Gott, wer bist du denn? Oder sollte ich nicht zu nah ran? Ja, bitte töte mich nicht. Oh, ja. Shit. Irgendwas ist schon wieder explodiert. Oh nein, wir sind wieder hier? Toll. Geht's denn hier noch in den Boardroom? Ach, da war sie drin, okay. Muss ich nochmal lang? Elevator. Eigentlich eben noch eine Tür? Cafeteria hier. Da ist sie wieder, unsere Willkommensnachricht. Sind die Viecher jetzt auch wieder da? Okay, das hat er auf jeden Fall gespeichert mit meiner Box. Okay, Gegner kommen auf jeden Fall nicht zurück, das ist schon mal gut. Hier gehen wir nicht rein. Okay, das hätte er ja wenigstens speichern können, dass wir schon da unten waren. Geh ich erstmal hier gucken, bevor er mich angreift. Ist er wieder. Kann ich eigentlich auch so irgendwie ausweichen? Nee, ne? So. Okay, das war schon mal besser. Okay, ich muss mich aber ein bisschen mehr bewegen. Ich sehe dich doch da. So. War aber noch einer. Da kommt er gerade hoch. Achso, ja, den Schmetterschlag halt noch, stimmt. Aber wenn die selber eine Waffe haben, will ich da gar nicht so nah ran. Ah, den sollte ich nicht vergessen. Der macht halt gut Damage. Na, ihr. Ah, wenn so viele sind, will ich da nicht so nah ran. Krieg einen rübergezogen auf die andere Treppe. Ja. Und bam. Okay. Jetzt. Ja, ein bisschen mehr Leben als vorher. Ah, ja, mein Kontrollpunkt. Dann speichert er hier bestimmt. Hier durch die Kommunikationsabteilung. Huh, ich mache schon wieder Dinge kaputt hier. Okay. Damit haben wir Schnellreisesachen. Dafür sind wir bestimmt auch noch zu schwach, oder? Ich probiere es trotzdem. Hm. Okay. Hier kommen wir aber rein. Ha. Oh, ein Fernseher. Schauen Sie mal. 8 Zoll breit und mit einer Kapazität von 80 Kilobyte. Wow. Erbeutet von Kollegen bei der CIA mit Startcode sowjetischer Atomraketen. Okay. Nicht die Originaldiskette natürlich, aber eine exakte Kopie, eine perfekte Fusion der Konzepte.
die im Kollektivbewusstsein des Kalten Krieges herumschwirrten. Ein Gefäß. In jeder Hinsicht ein Auffangbecken unheilvoller Energien. Und sie kamen. Wir haben nicht alle Details, aber als Dinge um die Diskette plötzlich zu fliegen begannen, kam sie zu uns. Auch ein Objekt der Macht. ODM. Ups. Oh, und sie bringt Dinge telekinetisch zum Schweben. Hier flogen bereits 30 Bleistifte. Und einmal schwebte sogar eine Tasse. Mhm. Okay. Ah, hier ist Communication Department. Ja. Da unten waren wir ja drin. Ich weiß nicht, ob sich da großartig was verändert hat, außer dass da jetzt mehr Licht ist. Gehen wir mal weiter. Also Arti, hier musst du aber nochmal ran, ne? Wie sieht denn das hier aus? Mhm. Ah, Toiletten. Also dafür, dass sie rumjammern, dass es hier keine Toiletten gibt, gibt es ja auffällig viele Toiletten. Da möchte ich mal gar nicht hinrennen. Warte mal, wo müssen wir gerade lang? Oh Gott, wir sind da oben. Und hier geht's den... Was ist da passiert? Neue Medics. Ja, da kann ich jetzt auch nicht mehr helfen, wenn ich einen Geist attackiert. Ich geh nach oben. Hallo, Lady. Ah, hier ist eine Box. Gut, dass ich nach oben gegangen bin. Oh, Internetregeln. Okay, kein Social Media. Meine Waffe ist in der Wand. No FPC Materials of any kind. Okay, E-Mail nur für Work-related Sachen. Level 5 Clearance required to access Internet. Okay, wir können nicht mal mehr das Internet verwenden. Traurig. Okay, do not connect internal common devices to the network. Okay. Das ist ja richtig verniegelt, vernagelt, verschaumt hier. Da ist bestimmt das Internet hinter. Ah, oh, das hier auch. Kann ich das kaputt machen? Nein. Aber ausweichen müsste ich doch eigentlich auch irgendwie haben. Oh, das geht auch. Doch hier bestimmt. Oh, hier könnten wir, sollten wir vielleicht auch mal reingucken. Weiß noch gar nicht, wie ich das hier überhaupt verwende. Lebensschub. Lebensregeneration 20. Energie. Ich mache jetzt mal Leben. Reaktionskosten pro Schuss minus 5. Na gut. Ah, nicht so wirklich die Wahl. Oder hatten wir da noch ein zweites? Ich mache lieber Nachladegeschwindigkeit. Ich wollte aber eigentlich hier kurz gucken. Steuerung. Schleudern, Flucht, Ducken, Schmetterschlag. Ich glaube, Ausweichen haben wir gar nicht, wa? Gehen, umschalten. Nee. Wir weichen einfach nicht aus. Ach, Flucht ist das? Was war denn Fluchtnummer für eine Taste? Kreis, okay. Oh, es ruckelt immer, wenn ich da rausgehe. Kreis macht aber gerade nichts. Vielleicht muss ich das erstmal erlernen. Beweg dich bloß nicht. Ja, muss ein Geist gewesen sein. Oh. Was denn hier? Tetris? Geht mal lieber nicht rein. Noch ein Schilder. Buchclub.
Von L. Sampson. Ich lese normalerweise nicht so viel Science Fiction, aber was Weltraumopern angeht, war das Buch ganz okay. Der Titel, außer du, könnte sich auf ein paar Elemente beziehen, denke ich, aber insgesamt ist er ziemlich vage und dumm. Die Charaktere benutzen ihn viel zu oft, sodass es zum gewürfelten Wort wurde, und das war ziemlich schnell nervig. Die Weltraumkämpfe waren das Beste an der Geschichte. Ich war natürlich auf der Seite der Fixer, weil sie die coolste Technologie hatten und mir ihre Motive logisch vorkamen. Ganz ehrlich, wenn ich wählen müsste zwischen ein paar blasierten Weltraum-Hippies mit Blumenblaster und einer Truppe krasser Krieger, die herumfliegen und Planeten verschlingen wie billiges Sonntags-Sushi, würde ich nicht lange überlegen. Überleben vielleicht auch nicht. Die Szene, wo sie in den Stadtplaneten eindringen und die gesamte Bevölkerung mit diesen Hirnwürmern konfrontieren, und der Dogfight im All zwischen den zwei Pilotenassen. Scheiße, ich bin dabei. Was mir das Ganze ruiniert hat, war der Tod meines Lieblingscharakters mitten in der Geschichte. Eine Gravitationsanomalie, die meine Akkuzylinder durch die Visage gejagt. Das war total unnötig. 2 von 5, okay. Haben wir schon eins übersehen. Oh Gott, diese Tür. Geht's Ihnen gut, Sir? Das ist doch derselbe von vorhin, oder? Okay, Mailroom kommen wir noch nicht. Ein Objekt der Macht. Sieht aus, als wäre es inzwischen gefallen. Hör mal auf. Ach, der wirft die Dinger hier. Okay. Ja, duck dich. Muss erst mal gucken, hier geht eine Treppe runter. Hier gibt's noch einen Raum. Ah, hier gibt's so eine Box. Oh, was gibt's hier? Ah, ne, das wäre Tetris oder so. Okay. Mal Leichen. Wie kommen wir denn da oben hoch? Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite rennen. Schnell, schnell, schnell. Dafür sind wir aber schon wieder zu schwach, ne? Ja. Nicht mal Level 1. Von hier kommen wir auch noch nicht hoch. Okay. Von hier? Ah, von hier kommen wir rüber. Okay. Wo hast du nur so viele Mail-Sachen her? Okay, ich gehe ja schon. Schnell rüber. Lass ihn mal noch einmal schießen. Ja. Werf mal. Oh. Oh, jetzt komme ich. Komm her hier. Ah, die Diskette natürlich. Ich höre dich schwerer, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat dir das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen Sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht Ihre Direktorin. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, greife hervorgehobene Objekte mit R1. Ah, geil. Loslassen. Okay. Geht aber ein bisschen hoch. Ah, das war cool. Damn. Oh, jetzt darf ich nicht mehr. Ah, das muss ich, glaube ich, erst wieder regenerieren. Okay. Cool. Mhm. Bam.
Das ist nice. Warte mal, kann ich hier noch was nehmen? Da. Zack. Kann ich die Gegner auch nehmen und werfen? Nee, das geht nicht. Das wäre zu schön. Ah, dass es nicht automatisch wieder duckt, das ist blöd. Okay, Dinge werfen ist irgendwie einfacher. Zack. Das ist schon cool. Das nehmen wir mit. Zack. Tote Gegner kann ich werfen. Geil. Muss ich ausprobieren. Da bist du ja. Du warst weg. Abgeschnitten. Ich habe es. Wie du es wolltest, oder? Das hilft mir im Kampf gegen das Zischen. Da oben wuselt schon wieder so ein Roter rum. Ah, ich treffe den nicht von hier. Ah. Okay, dann den da unten. Kann ich das werfen? Geil. Bam. Das ist cool. War da oben nicht gerade noch einer? Kommt der hier jetzt rum? Hat irgendwer was geworfen? Komm raus. Da hinten ist er. Ja, so ein Sandbox. Ja, Gott, kommst du her? Du warst der andere Rote wahrscheinlich. Hier, ein Tisch für dich. Bam. Tot, ja. Ich will ihn werfen. Oh. Ich sag euch, ich bringe mich noch 5-mal hier selber um. Fantastisch. Okay. Toll. Haben wir hier noch irgendwas rumfliegen, was uns heilt? Nee, ne? Wir haben auch noch nicht gelernt, wie wir uns heilen. Ja, gut. Vielleicht verrecken wir gleich. Ich kann auch Sachen fallen lassen, um Energie zu sparen. Okay. Weiß ich aber noch nicht, was ich drücken soll. Zum Fallen lassen haben wir hier. Hier haben wir eine Box. Ich kann sie gerade nur werfen mit R1. Oh, hier liegt Zeug rum. Haha, Gott sei Dank. Richtig? Ah, okay, Viereck. Okay. Muss ich mir mal merken. Nicht mit mir, Freundchen. Oh, ich wollte die Box hier vor mir haben. Exakt. Ja, ich bring mich hier nur selber um. Ich sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt. Okay. Als ob du da nicht rüberkommst. Da ist eine Box für uns. Heilen lernt man nicht. Ich muss mich da irgendwie lernen. Ich hab doch hier auch so Dinger. Nehme ich in den Optionen in mein Menü. Muss ich doch irgendwie benutzen können, das hier unten. Persönliche Modifikation. Das hat automatisch einfach drin. Ah, durch Sammeln von Elementen kriegen wir 20%. Ah, okay. Ich sollte vielleicht mal Dinge lesen. Okay,
dachte, wir hätten irgendwas zum Heilen gefunden. Ah, hier geht's wieder zur Cafeteria. Was sind wir denn gerade? Okay. Was? Das geht nicht? Oh Mann. Ist auch Blut. Da kommen wir nicht rein. Das ist so verwinkelt hier. Ah! Oh! Ist es gut, dass ich hier drin bin? Ah. Hallo, Freunde. Ach komm. Versteckt er sich einfach. Ah, das ist neu. Hör mal auf damit. Kann ich ja selber noch nicht mal. Ja, bam. Ich glaube, den roten sollte ich nicht so nahe kommen. Ah, warum sind hier so viele drin? Ah, geil. Der ist mir ein bisschen zu nah dran. Oh, da war gut. Die sich immer so anschleichen. Oh Gott, heil dich bloß, heil dich bloß. Oh mein Gott. Das sind das hier auch alles so machtergreifende Objekte? Ah, nee, hier dürfen sie das Internet verwenden, oder? Internet Rules? Ja. Ja. Glaube ich zumindest. Datenpanne. Oh. Zischeragent. Haben wir das gefunden? Zischer Ranger. Achso, das sind unsere Gegner. Sprengmeister, Wache, Datenpanne. Ja, werfen es schon einfach. Die Zahl über den Köpfen der Gegner zeigt das Level an. Darauf habe ich noch nicht mal geachtet. Zusammenfassung. Im letzten Monat kam es auf unseren Server vor Ort zu einem Zugriff durch nicht autorisierte Nutzer. Nach eingehender Untersuchung wurde bestätigt, dass die Nutzer nur auf eine Videodatei zugriffen, die Teile von Dr. Darlings Vorträgen enthielt. Ermittler konnten die Nutzer über ihre IP-Adressen verfolgen. Patrick Streutjens, Rubens Nogueira, Arto, Christopher Jacko. Ah, da war Jacko schon wieder als Namen. Diese Personen haben gegen Behördenvorschrift 91 verstoßen und werden von unserem externen Ermittlerteam beobachtet. Weitere Maßnahmen stehen noch aus. Okay. Der kommt mir auch so bekannt vor irgendwie. Ich weiß aber nicht woher. Sie wissen nicht, welche Opfer wir bringen müssen und das müssen sie auch nicht. Okay. Okay.
Sollte man auf die Lichter achten, wenn die rot sind, kommen wir da glaube ich gar nicht rein. Oh, was haben wir hier? Ah! Berechtigungsstufe 1. Sehr schön. Jetzt kommen wir doch noch überall rein. Okay, das ist einfach eine Musik. Geister. Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns von Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählten. Heute erzählt der Freund der Sendung, Dr. Quincy Reagan, seine Geschichte. Quincy. Danke. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich wegen der Suspicion im vergangenen Jahr im Chili Pines Hotel in Macon übernachtete. Ich war in Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms, bestand darauf, dass ich genau dieses Zimmer nehme. Also, der Manager erklärte, dass vor Jahren die Leiche eines Mannes unter dem Bett entdeckt wurde, in dem Holzrahmen, den die Motelbetten in der Regel haben. Die Leiche war seit einer Woche dort, sagte er. Gäste waren dort gewesen und schliefen mit der Leiche einen halben Meter unter ihnen. Sie fanden die Leiche erst, als sich die Putzleute über den Geruch beschwerten. Seitdem wurden in Raum 47 Geisterscheinungen gemeldet. Mhm. Ich nahm das Zimmer gern. Ich schlief recht schnell ein, nachdem ich in dem Bett nachgeschaut hatte. Viele Geister besuchten mich. Keine kalten Stellen oder flackernden Lichter. Aber als ich erwachte, befand ich mich unter dem Bett. Es war dunkel und erdrückend heiß. Glücklicherweise konnte ich vorm Ersticken die Matratze wegschieben und herauskriechen. Der Nachtmanager fand netterweise ein anderes Zimmer für mich. Da haben Sie es, liebe Zuhörer. Was wir Geister nennen, hat viele Formen. Quincy war mutig genug, seine Geschichte zu erzählen. Und ich ermutige Sie, weiter anzurufen und zu schreiben, wenn Sie auf etwas Seltsames stoßen. Etwas, das Sie nicht erklären können. Vielleicht sehen Sie Farben, für die wir keinen Namen haben. Vielleicht ist Ihr Toaster verhext. Denken Sie daran, liebe Zuhörer. Wenn Ihnen sonst keiner glaubt, wir tun es. America Overnight ist gleich zurück. Okay. Ah ja, aber noch ein Schild. Ach, nochmal Radio hier. Ah, mit Toilette diesmal. So, komische Musik. Ah. Kontrollpunkt einnehmen. Okay, der ist gar nicht rot. Das nehme ich mit. Ah, okay. Dieses ganze Gespräch im Hintergrund, ey. Okay, nehmen wir mal den Punkt hier ein, bevor wir weitergehen. Was schreibt der Nightbot? You cannot use an allies command from an allies command. What? Aber es sollte doch gehen eigentlich. Aber wir sind doch da. Okay. Sollte ich mal reingucken, wa? Warum das nicht mehr funktioniert? Sollte ich mal abchecken nach dem Stream. Warum das nicht mehr funktioniert? Interessant. Nee, Talent brauche ich auch noch nicht. Kommt wahrscheinlich auch noch. So, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich hier schon war oder noch nicht. Ist echt sehr verwirrend hier. Ja doch, hier waren wir schon drin. Gehen wir mal hier in die Mitte. Wo das Blut aus der Tür kommt. Das ist bestimmt eine gute Idee.